Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte erst mal zwei Zahlen im Vergleich gegeneinander setzen. Die eine Zahl ist 36 Milliarden Euro und die andere Zahl ist 15 Milliarden Euro. 36 Milliarden Euro sind in diesem Haushalt vorgesehen für Rüstung und Verteidigung, 15 nur für Gesundheit. Ich finde, das ist ein eklatantes Missverhältnis, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, die Menschen wollen wissen, wie sich in den nächsten Jahren die Beiträge für die Krankenkassen entwickeln. Sie haben die Sorge, dass die Zusatzbeiträge steigen. Und diese Sorge ist nicht berechtigt. Und ich habe, ja, sie ist berechtigt. Da kann man natürlich mal lachen über einen Versprecher. Aber ich kann es wiederholen. Diese Sorge ist mehr als berechtigt. Und ich kann es auch nicht leiden, wenn man den Menschen versucht zu erklären, sie würden sich ihre Ängste nur einbilden. Nein, diese Ängste sind ganz real. Laut aktuellen Berechnungen kommen auf Durchschnittsverdiener Zusatzbeiträge von mehr als 50 Euro im Monat zu. Das wäre mehr als eine Verdopplung innerhalb der nächsten 4 Jahre. Das können wir doch nicht zulassen, meine Damen und Herren. Diesen Kostenanstieg können wir im Bundestag gemeinsam verhindern, wenn wir wieder zu einer paritätischen Finanzierung des Gesundheitssystems zurückkehren. Das heißt, die Arbeitgeber sollen wieder genauso viel zahlen wie die Arbeitnehmer. Wir hatten ja als Linke den Antrag gestellt, die Zusatzbeiträge abzuschaffen und die paritätische Finanzierung wiederherzustellen. Aber leider haben Union und SPD das abgelehnt. Im Gegensatz zu dieser Ablehnung hat nun der Vorsitzende der SPD, Herr Gabriel, gefordert, die paritätische Finanzierung wieder einzufordern. Die Arbeitgeber haben postwendend abgelehnt, und der Arbeitgeberpräsident wies auch noch einmal darauf hin, ich darf zitieren, die Entscheidung von Rot-Grün vor mehr als 10 Jahren, den Arbeitgeberbeitrag festzuschreiben, ist und bleibt richtig. Einerseits ist es natürlich wichtig, daran zu erinnern, wer die Verantwortung für die stärkere Belastung der Bürgerinnen und Bürger trägt. Aber wenn die SPD ihre Meinung nun wirklich geändert hat, warum sollte sie dann unserem Antrag im Bundestag nicht zustimmen? Ich denke, das sollten wir gemeinsam noch hinkriegen. Herr Gröhe, das ist ja heute auch in mehreren Medien nachzulesen, musste einen besonders großen Beitrag für die schwarze Null leisten. Die Finanzspritze aus dem Gesundheitsfonds soll natürlich die Beitragssteigerung vor der Bundestagswahl verhindern. Umso größer werden dann die Überraschungen nach der Bundestagswahl sein, wenn die Zusatzbeiträge steigen. Ich kann Ihnen nur sagen, machen Sie sich ehrlich, machen Sie endlich eine ehrliche Politik. Die Zusatzbeiträge müssen weg, und daran müssen wir alle arbeiten. Herr Gröhe, Sie müssen ja, das hat Ihnen der Finanzminister verordnet, 1,5 Milliarden Euro aus dem Gesundheitsfonds an die Kassen geben, um die zusätzlichen Beiträge, die zusätzlichen Kosten zu finanzieren. Und angeblich soll das notwendig sein, um Gesundheitskosten für Flüchtlinge zu decken. Das ist allerdings nicht richtig. Der AOK-Chef Martin Litsch hat Ihnen widersprochen, und zu Recht. Er hat gesagt, wir haben kein Flüchtlingsproblem, sondern wir haben ein Hartz-IV-Problem. Denn der Bundeszuschuss, den die Krankenkassen für Hartz-IV-Empfänger erhalten, ist nicht kostendeckend. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Derzeit erhalten die Kassen monatlich 90,36 Euro pro Monat für einen Hartz-IV-Empfänger. Doch der Bedarf für einen durchschnittlichen Versicherten beträgt 245 Euro monatlich. Meine Damen und Herren, wenn wir uns anschauen, warum Menschen auf Arztbesuche, zum Beispiel auf dringend notwendige Zahnarztbesuche, verzichten, dann wissen wir doch jetzt schon, wie die Zusatzkosten drücken. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das geht aus einer Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes zur amtlichen Haushaltsbefragung Leben in Europa hervor. Da wurde herausgefunden, dass knapp die Hälfte derjenigen, die im Jahr 2014 auf einen Zahnarztbesuch verzichteten, dies aus finanziellen Gründen taten. Das kann doch in einem reichen Land wie unserem nicht Wahrheit sein, meine Damen und Herren. Da müssen wir uns gegen verwahren. Wir brauchen endlich eine Gerechtigkeitsoffensive. Mit einer solidarischen Gesundheitsversicherung könnten wir nicht nur sämtliche Zusatzbeiträge abschaffen, die Krankenkassen könnten auch, und das ist ja die Krux an der Sache, ihre Beitragssätze um rund ein Drittel senken, statt derzeit durchschnittlich 5,7%.
Ja, ja, das können Sie gut nachlesen. Ich kann Ihnen die Studien dazu geben. Statt derzeit 15,7% könnte der Beitragssatz dauerhaft zwischen 10 und 11% liegen. Und das wäre keine Zauberei, sondern einfache Mathematik. Denn in eine solidarische Gesundheitsversicherung könnten wir auch höhere Einkommen einbeziehen, indem wir schrittweise die Beitragsbemessungsgrenze anheben und letztendlich abschaffen. Und wichtig wäre, auch Kapitaleinkünfte und Gewinne würden einbezogen werden. Herr Gröhm, ein letzter Satz zur Pflege. Sie sind ja auch Pflegeminister und haben hier positiv über die Erfolge gesprochen. Ich hätte allerdings erwartet, dass Sie zu einer Meldung Stellung nehmen, die viele Menschen in den letzten 2 Tagen verunsichert hat. Und zwar entfällt ja die Hilfe zur Pflege. Das heißt, die Menschen, die in Pflegeheimen wohnen und keine Pflegestufe haben, also Selbstzahler sind, wissen jetzt nicht, was aus ihnen wird. Ich habe da gerade eine Besuchergruppe, da hat das die Menschen umgetrieben und sie haben gefragt, was wird da nun? Und ich fordere Sie auf, lassen Sie uns bis zum Jahresende hier eine Regelung finden. Es kann nicht sein, dass Menschen in Pflegeheimen Angst haben müssen, dass sie das Pflegeheim verlassen müssen, weil dieser Passus aus dem Gesetz gestrichen wurde. Hier ist dringender Handlungsbedarf, den müssen wir unbedingt anpacken. Vielen Dank. Vielen Dank, Gesine Lötsch. Nächster Redner, Dr. Karl Lauterbach für die SPD.